Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit mir und diesen Schönigkeiten, die ich hier vor mir ausgebreitet habe. Aber bevor ich anfangen kann, kommt der rechtliche transparente Teil. Hier steht irgendwo Dauerwerbesendung. Das muss so sein, weil ich euch Sachen zeige, die eure Kaufentscheidung halt beeinflussen können. Unten in der Infobox findet ihr jede Menge Links zu Amazon hauptsächlich. Dort sind wir im Partnerprogramm. Das heißt, wenn ihr irgendetwas darüber einkauft, bekommen wir Prozente. Ihr merkt nichts davon, aber ihr unterstützt damit den Kanal. Ja, ein Rezensionsexemplar habe ich auch am Start. Rezensionsexemplar bedeutet, dass wir es kostenfrei vom Verlag gestellt bekommen. Aber wir dürfen darüber sagen, was wir möchten und wir dürfen es sogar behalten. Gut, fangen wir jetzt erst einmal an mit dem Geburtstagskind des heutigen Tages. Lieselotte Pulver wurde heute, glaube ich, 92 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob sie heute noch so populär ist. Sie hat ja eine Wahnsinnslache. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie höre. Das ist einfach ansteckend. Und ganz zum Schluss oder in den letzten Jahren oder so zuletzt mit vor der Kamera war sie ja in der Sesamstraße noch sehr aktiv und sie hat dann einen Film nochmal neu aufleben lassen, den ich sehr liebe. Und das ist die Zürcher Verlobung. Und ich muss sagen, der alte Film, wenn ihr ihn nicht kennt, es ist einer, ja, meiner vielen Lieblingsfilme. Ich finde ihn einfach nur großartig. Es gibt auch ein Buch dazu von Barbara Noack. Das heißt, das Buch war da, dann kam der Film. Beides sehr zu empfehlen. Ja, es geht halt um, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Juliane, genau. Juliane, Lieselotte Pulver, hat gerade mit ihrem Freund Schluss gemacht oder mit ihrem Verlobten. Der hat sie wegen einer anderen sitzen gelassen und sie sitzt in Hamburg, das Wetter ist schlecht. Und dann denkt sie sich, okay, ich fahre zu meinem Onkel Julius nach Berlin. Der hatte eine Zahnarztpraxis und ja, er hält nicht viel von ihrem Talent und auch nichts davon, dass sie schreiben möchte und Autorin werden will, sondern sie soll doch was Ordentliches werden, wie seine Arzthelferin, die leider im Moment wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob sie ein Kind kriegt, auf alle Fälle ist sie nicht da. Ja, diese Praxis ist schon mal sehr, also keiner von uns, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, würde sagen, zu dem Arzt hätte ich vertraut. Also ein kleines Wartezimmer. Es ist auch gleichzeitig die Wohnung von dem Zahnarzt. Es ist mehr noch alles so, ach ja, natürlich, es sind die 50er oder Anfang 60er Jahre. Die Instrumente sehen schon sehr gefährlich aus. Und ja, gleich an das Sprechzimmer schließt sich auch das Wohnzimmer an. Und sie sagt mir, ja, vielleicht könnte ich ja helfen. Naja, ihre Hilfe. Kurz darauf taucht dann halt ein sehr unfreundlicher Patient auf mit tierischen Zahnschmerzen, ein richtiges gestandenes Mannsbild, in Begleitung seines Freundes, einem hochgewachsenen, dunkelhaarigen Schönling, einem Schweizer Arzt. Und sie verguckt sich natürlich sofort in den Schweizer Arzt, aber der flattert ja gleich wieder ab Richtung Zürich. Und diesen unfreundlichen Mann, denkt sie auch, wird sie nie wiedersehen. Also was macht sie? Die Inspiration war ja bislang nicht gerade gut zu ihr. Sie denkt sich, daraus mache ich einen Roman. Und damit nimmt ihr Unglück oder Glück seinen Lauf. Denn es wird wohl ein Wiedersehen geben mit dem unfreundlichen Patienten, der da vor ihr im Stuhl sitzt. Ich habe mich köstlich amüsiert. Wie gesagt, steht und fällt natürlich mit Lieselotte Pulver und ihrer wunderbaren Lache. Es ist einfach toll und ich muss sagen, Bernhard Wicki, den kannte ich vorher gar nicht. Der konnte auch wirklich mein Herz erobern. Er ist so richtig bärbeißig, aber humorvoll dabei. Und ich weiß gar nicht, wie heißt denn der andere? Paul Hubschmidt. Ja, Paul Hubschmidt war ja so, ach, so ein bisschen das Idol von meiner Mutter. Die fand ihn ganz, ganz großartig. Ich muss sagen, Sina war auch eher Team Paul Hubschmidt. Und ja, ich fand immer Bernhard Wicki einfach wesentlich interessanter und wesentlich spaßiger und unterhaltsamer. Ich habe jedenfalls sehr, sehr gelacht darüber. Sina mag den Film auch sehr gerne. Also, falls ihr den nicht kennt, guckt ihn mit Lieselotte Pulver. Aber Lieselotte Pulver hat noch einen Cameo-Auftritt in dem neuen Film. Guckt den alten, der ist wirklich wesentlich schöner.
So, und wie gesagt, das Buch kann ich euch auch empfehlen. Und die Zürcher Verlobung, wenn ihr schon mal am Rigi wart, am Vierwaldstätter See, das spielt auch eine kleine Rolle. Ja, heute ist auch der Outcoming Day. Und da am Outcoming Day, wisst ihr es, Schwule und Lesben können sich oder sollten oder warum auch immer muntern eben auf dazu, ihr Outcoming zu haben. Ich möchte dazu auch nochmal sagen, ganz wichtig, wann jemand ein Outcoming macht, das ist eine ganz persönliche Sache. Das ist nicht die Sache der Freundin, der Schwester, des Bruders oder sonst wem, sondern eine sehr persönliche Sache. Diesen Film habe ich mir, das war meine erste DVD, die ich mir gekauft habe. Also das erste moderne Teil, das meine VHS ins Museum verbannt haben, war der Film In and Out. Und hier geht es um ein Outcoming. Es ist ein Film mit Magnum, Peter Selleck, und mit, mit Kevin Klein. Und Kevin Klein spielt einen Lehrer in so einem schönen, beschaulichen, wunderschönen kleinen Örtchen, irgendwo in Amerika. Und er steht kurz vor seiner Hochzeit. Eigentlich, so ganz wirklich will er nicht heiraten. Aber er hat, glaube ich, gesagt, wenn der eine Schauspieler einen Oscar gewinnt, das ist ein ehemaliger Schüler gewesen, dann will er sie halt heiraten. Und sie wird gespielt von Joanne Cusack. Sie hat sich extra richtig gemüht, sie hat abgenommen, sie hat trainiert, damit sie in das wunderschöne Hochzeitskleid reinpasst. Sie soll jetzt seine Braut werden und seine Mutter ist total hochzeitsverrückt. Sie träumen von einem rauschenden Fest, von der Hochzeitstorte und ach, es wäre ihr Niedergang, wenn diese Hochzeit nicht zustande käme. Ja, und dann kommt sie. Die Nacht der Nächte, die Oscar-Nacht. Und sein ehemaliger Schüler steht dort vor dem Mikrofon und hält seine Dankesrede. Und er dankt ganz besonders seinem lieben Lehrer, ja, der schwul ist. Ihm fällt auf dem Sofa das Kinn auf die Brust. Er versteht die Welt nicht mehr. Er fragt sich auch, ob er wirklich das richtig gehört hat, denn er ist derjenige, der am allerwenigsten vermutet, dass er schwul sein könnte. Ja, und schon wird dieser kleine beschauliche Ort geschwemmt mit Journalisten, die natürlich die Story des Jahres halt wittern. Und unter anderem ist halt Peter Selleck in der Rolle eines bisschen dämonischen, kann man schon fast sagen, Reporters, der ihn halt immer wieder herausfordert. Und ich fand es damals ganz entzückend. Ich habe ihn jetzt Jahre nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht warum. Ich kannte den auch schon. Der lief irgendwann auf Premiere. Und wie gesagt, ich habe ihn dann im Laden gesehen und habe gedacht, oh ja, ist ja nicht wie heute mit Streaming, dass man die Filme immer gucken kann, sondern es gab mal eine Zeit, da war es gut, den Film auch im Schrank stehen zu haben, wenn man ihn denn gucken wollte. Ja, also falls ihr ihn noch nicht kennt, schaut vielleicht mal rein. Wir fanden ihn damals absolut großartig. So, was habe ich dann noch hier? So, ja, wir haben Post bekommen gestern von der lieben Ela. Und zwar hatte sie angekündigt, ihr bekommt ein Päckchen und da ist für jeden von euch dreien was drin. Das hier war Emmys Geschenk. Emmy hat diesen wunderschönen Affen geschenkt bekommen, den sie gestern den ganzen Tag gekatscht hat. Und der kann eins. Ja, das ist dein Affe. Fräuchen hat sich den mal gerade ausgeliehen. Ja, sie findet den ganz, ganz toll, weil der wirklich super plüschig ist. Und naja, er kann quieken, aber sie hat noch nicht raus, wo sie drücken muss. Dann, ja, hier. Willst du ihn wieder mitnehmen? Nein, na nimm. Ja, du kannst ihn jetzt mitnehmen. Ich setze ihn dahin. Nimm dir mit oder auch nicht. So, ihr werdet sehen, die Entführung des Affen. Wupp, weg ist er. So, dazu gab es noch ein Puzzle für mich. Und zwar ein Exit-Puzzle von Ravensburger. Und ausgerechnet das hatte ich schon. Ich bin allerdings auch nicht der super Freund von Exit-Puzzlen. Die haben immer schöne Motive. Aber es verändert sich ja was. Ihr legt ja nicht dieses Puzzle, da sitzt dann die Katze wo ganz anders oder
keine Ahnung, es verändert sich jedenfalls was auf dem Bild, was mich immer ein bisschen sehr irritiert. Und ich hatte davor schon mal ein Exit-Puzzle gemacht, da standen auch noch so Zahlen irgendwo an den Rändern und im Bild. Und keine Ahnung, vielleicht bin ich zu dumm für die Exit-Puzzle, vielleicht denke ich mich nicht genügend rein. Keine Ahnung, auf alle Fälle habe ich es jetzt doppelt, aber Ela sagte dann, ja, möchtet ihr das vielleicht umtauschen oder so? Ich habe gesagt, nein, das hebe ich jetzt auf. Und wenn einer unserer Freunde mal ein Puzzle braucht, weil er ein bisschen geknickt ist oder so, dann bekommt er das. Also bloß keine Umstände wegen uns, wenn wir schon mal was geschenkt bekommen. Und Sina hat bekommen, es ist traumhaft schön und es stand wirklich bei ihr auf der Wunschliste von Thomas Kinkade, das Weihnachtsdorf. Oder ich glaube, heißt es Weihnachtsdorf? Das winterliche Dorf. So. Schaut euch das an. Es sieht richtig großartig aus. Ich denke, wir werden es vielleicht, eventuell darf ich ein bisschen helfen oder ich muss irgendwann helfen, weil es, ja, ne, so hier mit dem Himmel, das könnte schon eine Herausforderung ein bisschen werden. Ja, also nochmal an Ela, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben uns riesig gefreut über dieses Päckchen, mit dem wir so gar nicht gerechnet haben. Und ich muss auch sagen, Ela hat uns letztes Jahr ja zu Weihnachten Socken gestrickt. Das fand ich total lieb. Ich ziehe die auch abends mal ganz gerne an, bis hier, wenn die Füße so kalt sind, bis sie wieder ein bisschen warm sind, dann ist das wunderschön. Die sind so kuschelig weich. Und absoluten Respekt auch für Ela, denn sie ist ja eine Intensivkrankenschwester und das kann man gar nicht hoch genug honorieren. Sie rettet Leben und sie hat auch noch Zeit, an die Glimmerfeen zu denken. Also nochmal vielen, vielen, vielen Dank. So, das war's mit den Geschenken, mit der Post. Und jetzt kommen wir zum Spielzeug des Tages. Ta-ta-ta-ta, da ist es. Es ist ein ganz alter Dino. Ich weiß gar nicht, von wann der... Ja, von 1992 mit Bam Bam. Wahrscheinlich McDonald's oder Burger King oder sowas. Und er kann sogar noch seine Rädchen drehen. Ja, ist der süß. So, die Flintstones. So, lesetechnisch. Ich bin ja durchgekommen mit dem Straßenmagier. Das hatte ich euch noch erzählt. Für mich ist es gerade ein bisschen schwierig, weil Samstag, Sonntag hatten wir Besuch. Und ich gucke mir meine eigenen Videos jetzt nicht unbedingt dann auch nochmal an. Ich habe jedenfalls angefangen mit Ophelia Nachtgesang von Gesa Schwarz, die dunkle Fee. Schaut es euch nochmal genau an. Ist das nicht wunderschön mit diesen Goldreflexen und auch von hinten super, super schön. Und ich muss sagen, es hat mir so gut gefallen, dass ich es auch konsequent durchgezogen habe. Es ist großartig. Schaut euch das hier vorne an. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen können. Ihr habt hier, das sind immer kleine Totenköpfe. Es geht halt um dunkle Feen und die dunklen Feen haben die Aufgabe, die Toten in die Dunkelheit zu führen. Und das machen sie mit einem wunderschönen Gesang. Nur Ophelia, bei Ophelia geht manchmal noch ein bisschen was daneben, also ordentlich. Ja, und sie muss mal wieder vor den schwarzen Zirkel treten. Und sie soll eine Strafe bekommen. Und ja, das kann böse ausgehen für sie. Ihr Freund ist ein Rabe, Tiberius, den ich allerliebst finde. Der ist wirklich mega, mega süß, der sie jetzt auch begleitet. Und der Rat gibt ihr noch einmal eine Chance. Sie soll einen alten Menschen, einen Zauberer, also jemand, der zumindest zauberkundig ist, der sich immer damit beschäftigt hat, sein ganzes Leben, den soll sie halt begleiten nach seinem Tod in die Dunkelheit. August Pinlin. Er ist 92 Jahre alt und eins ist ganz klar, wenn sie es vermasselt hat, war es das? Das war ihre Chance, dann wird sie niemals zum schwarzen Zirkel dazugehören. Dann wird sie auch nie Zugang zu der großen Bibliothek bekommen, wo die ganzen magischen Zaubersprüche und so weiter stehen. Letzte Chance, sie denkt sich, naja, kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Aber sie wird schon gewarnt, dass er halt nicht ganz ohne sein könnte. Sie beobachtet ihn also und dann kommt der Frost. Dieses frostige Gefühl und muss ihn jetzt begleiten. Ja, und von da an läuft alles irgendwie anders, als sie sich das gedacht hat. Ich fand das Buch mega spannend, ich fand es toll gemacht. Es hat teilweise einen sehr märchenhaften, sehr, sehr schönen Schreibstil. Ophelia selber ist
toll, sie wächst auch über sich hinaus. Augustus Pinlin ist so ein bisschen am Anfang ein bisschen kratzbürstig. Ich mag ja solche Querköpfer. Er hat mir also auch sehr, sehr gut gefallen. Aber unser guter Rabe, der hat natürlich einen die Show gestohlen. So, und dann komme ich hier mal zu. Ich habe es also durch. Das sage ich euch jetzt gleich. Das heißt, noch nicht ganz. Also es fehlen noch vielleicht 40 Seiten oder so. Aber dann war es das leider damit. Ja, was ganz wichtig in diesem Buch halt auch ist, ist, dass man sich auch, egal wie eilig man es hat, egal wie hektisch es ist, man sollte sich immer mal wieder Zeit nehmen, um Momente zu genießen, um eine schöne Blume sich wirklich anzugucken oder einen Sonnenuntergang. Also nicht immer Hetz, Hetz, Hetz und die Schönigkeiten gehen an einem vorbei. Was ich auch sehr interessant fand, und ich habe es wirklich nicht gewusst, wusstet ihr, dass Tauben eine spezielle Milch herstellen können, um ihren Nachwuchs halt zu füttern. Also ich wusste das nicht. Ich glaube, das wird irgendwie im Kropf hergestellt und dann können die kleinen Tauben sich halt bedienen. Das können, glaube ich, auch noch andere Vögel. Also nur das wusste ich jetzt nicht. Und sie können unglaublich schnell fliegen. Das fand ich auch einfach nur interessant, und das finde ich auch gut für Kinder, einfach noch mal ein paar Informationen mehr zu bekommen und manche Sachen vielleicht auch mal nachzugucken. Ja, und das hören wir natürlich alle gerne. Es geht um die Farbe Schwarz und sie sagt hier, dass Schwarz natürlich die Farbe der Farben ist, denn letztendlich trägt sie ja alle Farben. Also alle Farben sind im Schwarz hier enthalten und darum ist sie halt die ungeschlagene Königin. Das fand ich auch sehr schön. Was habe ich hier denn noch? Es geht halt darum auch, dass man Lehrern auch aufmerksam zuhören sollte. Hört, hört, liebe Schüler, weil man auch von einem schlechten Lehrer immer noch was lernen kann. Wichtig bei der ganzen Sache ist nur, man sollte die Sachen auch mal hinterfragen. Also nicht einfach immer, der hat gesagt und dann stimmt das schon, sondern einfach auch mal hingehen und gerade wenn es ja irgendwelche Statements sind, dass man sich selber Gedanken macht, die Sachen hinterfragt und nicht einfach immer nur schluckt. Fand ich auch sehr schön. So. Ha, ihr seht schon, da ist ganz schön was drin. Das Ganze spielt ja in Edinburgh und dort gibt es wohl eine Brücke. Fragt mich jetzt nicht mehr genau, die Südbrücke. Und in dieser Südbrücke sind die Falls, nennt sich das. Das sind halt Kammern. Ich wusste nur, es gibt ja die Closes. Das ist ja im Grunde genommen nochmal fast wie eine Stadt unter der Stadt, wo früher diese ganzen Pestkranken, die wurden da unten, ja, mussten da unten leben. Die kann man heute besichtigen. Ja, da soll es fürchterlich spucken und so weiter. Aber dass in dieser Südbrücke, dass da in den Pfeilern auch noch mal Kammern drin waren, das wusste ich nicht. Also das fand ich auch sehr interessant. Und ich wusste nicht, dass Raben, ich wusste es von Eulen. Ich weiß, dass ich als Kind mal, ich hatte eine sehr naturverbundene Cousine, die ganz, ganz viel mit ihrem Vater, also meinem Onkel, im Wald gewesen ist. Und dann haben sie alles Mögliche gesammelt. Und dann hatte sie mir mal ein Gewölle gezeigt. Sie hatte auch so ein Mikroskop, also sehr daran interessiert. Und ich hatte noch nie ein Gewölle gesehen und das ist ja Fell und vielleicht auch kleine Knochen, so Mini-Knöchlein und so weiter. Ich wusste, dass das halt Eulen, dass man das unter diesen Eulennestern oft finden kann. Aber dass Raben das auch machen, dass die also auch teilweise diese Gewölle ausspucken, das wusste ich nicht. Und seht ihr, man kann immer nur lernen, wenn man liest. Lesen bildet. Ja, und da muss ich ihr leider auch recht geben. Ihr kennt ja dieses Wort nur. Das ist ja nur, was weiß ich, eine Magenverstimmung. Oder das ist ja nur die Nachbarin. Oder ach, du bist es nur. Das hat keinen guten, freundlichen Ton, finde ich. Das hat auch immer so ein bisschen was mit, ach, du schon wieder oder so. Oder das ist jetzt ja nur die, auf die brauchen wir nicht achten. Dieses Wort nur hat schon irgendwo so dieses Herabwürdigende so in sich. Also
Ich habe dann auch nie drüber nachgedacht, aber es stimmt schon. Wenn man schon nur sagt, es ist nur der und der, dann ist das eigentlich so, naja, das ist schon ziemlich bedeutungslos oder das zählt nicht. So finde ich das halt. So. Und ein Punkt, den ich auch sehr interessant fand und darüber streiten sich die Gelehrten oder auch nicht, aber es ist ja eine sehr interessante Frage eigentlich, was ist eigentlich das Böse? Und hier in dem Buch wird gesagt, das Böse existiert nicht. Es ist halt immer eine Sache des Standpunkts. Und ja, da musste ich auch erst eine Zeit lang drüber nachdenken. Okay, natürlich wissen wir alle, was böse ist oder was man für böse halten sollte. Aber sind wir ganz ehrlich, die Leute, die das Böse machen, sehen es wahrscheinlich ganz anders. Die sehen es nicht als das Böse, sondern sogar vielleicht als was Gutes. Und ja, eine Sache des Standpunkts halt. Fand ich auch sehr interessant und schön auf den Punkt gebracht. So, was haben wir hier noch? Ja, und da gibt es nochmal ein ganz, ganz großes Plädoyer für die Träumer dieser Welt. Denn ohne große Träume würde sich ja auch nichts verändern. Und vor allen Dingen sind Träume ja auch die Idee zum Beispiel von einer Welt, in der es keine Grenzen mehr gibt. Die EU war ja auch irgendwann mal ein großer Traum. Ob dieser Traum immer nur ein guter Traum war, das mag dahingestellt sein, aber wenn es keine Leute gibt, die Träume haben und diese Träume auch versuchen umzusetzen, wird sich auch nie etwas ändern. Darum sollten wir alle vielleicht mal mit den Träumern dieser Welt ein bisschen besser umgehen. Was hatte ich hier? Ja. Und hier geht es halt auch darum, ob es besser ist, in einer Gemeinschaft zu leben, weil eine Gemeinschaft ja auch Schutz gibt, oder ob es manchmal besser ist, außerhalb einer Gemeinschaft zu stehen, einen Weg mehr oder weniger als Einzelgänger zu wählen. Es hat alles seine Vor- und es hat natürlich auch seine Nachteile, aber wir wissen selber, es gibt immer irgendwelche Gleichgesinnten, es gibt so viele Subkulturen, dass da garantiert auch eine Gemeinschaft ist, der man sich anschließen kann. Es gibt ja auch Gemeinschaften, die sind halt nur sehr locker verwoben. Es gibt Gemeinschaften, die sind viel enger miteinander. Aber man muss sich irgendwann vielleicht, es stellt sich vielleicht nicht jedem die Frage, aber der eine oder andere steht irgendwann auch vor dieser Entscheidung, schwimme ich jetzt mit der Masse mit oder schließe ich mich dieser Gemeinschaft an oder habe ich ganz eigene Ideen, ganz andere Vorstellungen vom Leben und vielleicht ist es dann auch besser, einfach mal zu sagen, okay, ich muss jetzt halt nach meinen eigenen Regeln leben. So, das war Ophelia Nachtgesang. Also bis jetzt finde ich das Buch mega, mega schön. Fertig geworden bin ich mit diesem Buch, Die Hüterin der Drachen. Ich hatte euch ja gesagt, für dieses Buch brauche ich Zeit. Ich möchte das wirklich genießen. Es ist einfach viel zu schön, um es jetzt einfach so husch husch über die Illustrationen zu gucken. Ja, und ich muss sagen, es hat mir absolut gut gefallen. Die Illustrationen natürlich ein Traum, aber auch die Sachen, die ich dadurch entdecken könnte. Es gibt eine Drachenhauchhöhle in China. Habt ihr davon schon gehört? Oder von Puzzlewood oder solchen Sachen, von Wasserfällen und vom Marianengraben. Okay, den kannte ich schon. Aber es waren eben auch Gegenden noch, die ich für mich entdecken konnte. Ich glaube auch, dass dieses Buch nochmal, ohne du zu machen, auch nochmal daran erinnert, wie rücksichtslos wir eigentlich mit der Erde, mit unseren Ressourcen, mit der Umwelt, mit den Tieren halt umgehen. Fand ich auch nochmal toll und wie gesagt, als Drachenfan ist das wirklich der absolute Schatz im Bücherregal. Und wenn ihr euch jetzt mal anseht, es ist auch schlecht zu übersehen, finde ich. Ja, das hat natürlich einen Vorteil und es hat einen Nachteil. Manchmal passt es halt in ein Regal. Ich habe hier extra so Regale, wo ich meine ganzen schönen Bücher drin habe. Da passt das natürlich auch gerade noch so rein von der Höhe. Ja, so, das war es. Ach ja, das war auch ein Rezensionsexemplar. Habe ich jetzt noch was für euch zu berichten? Nein. So, ihr bekommt jetzt noch ein paar schöne Impressionen von mir. Und dann geht es gleich weiter. Bis dann.
Und da bin ich auch schon wieder. Und ich habe euch wieder ganz viele Bücher mitgebracht. Und den kennt ihr ja auch alle. So, fangen wir einfach mal an. Was gibt es Neues? So, ich war heute bei Smith Toys. Und dort lag der neue Katalog, der neue Spielzeugkatalog herum. Caro hatte ja mal gefragt, ob es bei uns noch Spielzeugläden gibt. Ja, gibt es, also aber nur diese großen. Und wir hatten dann gesagt, man kann diesen Katalog auch kostenlos anfordern bei Smith Toy. Wir haben das irgendwann mal gemacht, aber jetzt lag er halt direkt in der Filiale. Und ich muss sagen, er gibt immer einen ziemlich schönen Überblick über das, was halt so neu ist bei Barbie, Schleich und Co. Hier. Neue Playmobil-Sachen. Aber ich muss ja sagen, ach, jetzt bin ich natürlich wieder gefangen in meiner kleinen Welt. Die ganzen Adventskalender, die rauskommen. Da kann ich euch übrigens noch einen Tipp geben, wenn ihr euch halt für die Adventskalender von Lego interessiert. Guckt unbedingt mal beim Held der Steine, wollen Sie mal nicht übertreiben. Der Held der Steine macht halt Videos zum Thema Lego, vergleicht auch Sets, der zeigt euch auch andere Klemmbausteine und er zeigt auch in der Regel immer, was in so einem Adventskalender wirklich drin ist und ob sich das für das Geld halt auch lohnt. Ja, also hier habt ihr die ganzen neuen Spiele und könnt halt mal so gucken, was es in der neuen bunten Spielzeugwelt gibt. Was ich mir auch mitgenommen habe, ist den neuen Lego-Katalog. Und da muss ich sagen, da gibt es natürlich tolle Sachen. Träumen wir nicht alle von diesem wundervollen Hogwarts? Ich hätte das auch gerne. Jeder hätte das wahrscheinlich gerne. Gibt es irgendjemand, der es nicht gerne irgendwo stehen hätte? So, aber was ich auch total toll finde, das schlägt ja mein Herz gleich wieder ein bisschen höher. Ich zeige es euch gleich. Wartet, ich habe es gleich. Da sind sie. Schaut euch das an. Disney-Prinzessin-Reihe. Da habt ihr den Rapunzelturm. Ihr habt das Haus von Aurora. Ihr habt... Oder etwas von, ja, von Aurora. Ihr habt die Kutsche von Cinderella und so weiter. Ich finde, die Sachen sehen einfach großartig aus. Finde ich richtig, richtig toll. So, gibt es noch irgendwas Schönes? Ach, hier gibt es jede Menge schöne Sachen. Also, das Lego-Schloss habe ich euch ja schon gezeigt. Hier Harry Potter, Hogwarts, Fred Elsa und Batmobile. Es gibt das Batmobile. Ja, also, der lohnt sich natürlich auch. Den habe ich mir natürlich gleich mitgenommen. Den Playmobil-Katalog hatte ich ja schon. Nur den fand ich dieses Jahr nicht ganz so großartig. Der sieht schon von außen langweilig aus. Und der Inhalt hat mich also auch nicht vom Hocker werfen können. Aber ich muss sagen, Lego ist da wirklich sehr interessant. So, was haben wir denn noch? Ja, Krümelmonster ist mein nicht Stofftier des Tages, ist mein Spielzeug des Tages. Kekse habe ich leider vergessen. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Ja, es gibt nämlich nachher ganz viele. Okay, hoffentlich krümelt er sich nicht wieder richtig restlos voll und dann muss er wieder gewaschen werden. Ich habe heute in meiner Tasse ausnahmsweise keinen Tee. Ich bin nämlich ein bisschen müde. Draußen ist es sehr dunkel. Es hat den ganzen Tag geregnet, mit kurzen Unterbrechungen nur. Es ist also ein relativ trüber Tag. Und ich trinke ja gerne diese hier von Jakobs Classic 3 in 1. Das ist mit Karamell. Aber ich finde es eigentlich doof, dass die in diesen Portionstütchen sind. Es gibt ja normalerweise auch diesen Cappuccino in so einer großen Dose. Ich würde den auch hier viel, viel lieber in so einer großen Dose haben. Vielleicht auch mit Nachfülltüten, dass man auch die Dose nicht jedes Mal neu holen muss. Und das finde ich eigentlich ziemlich blöd, dass die in diesen kleinen Portionsdingern stecken. Vor allen Dingen, man kann sich dann auch besser selbst dosieren. Aber zwischendurch möchte ich halt mal so einen haben. Ich mag den wirklich gerne. So, und dann kommen wir jetzt als allererstes zu Ophelia Nachtgesang. Ich bin jetzt durch und ich muss sagen, es hat mir super, mega gut gefallen. Es ist wirklich von mir eine fette Empfehlung, wenn ihr halt auf Fantasy steht, wenn ihr Feen mögt. Aber eigentlich müsst ihr dafür noch nicht mal Feen mögen. Es ist wirklich ganz, ganz toll mit super schönen Charakteren. Da gibt es zum Beispiel die verrückte Philippa, die finde ich total interessant.
Ach, und ja, auch der Bösewicht ist interessant und die Macht der Liebe, die natürlich auch da ist und dass man halt wirklich auch seine Erinnerungen schätzen sollte und dass man sich seiner Tränen nicht schämen sollte, dass man Gefühle zulassen muss und so weiter. Es ist ein tolles Buch. Gut, da seid ihr jetzt auch schon mal informiert. Wahrscheinlich werde ich euch dazu aber auch nochmal eine Einzelvorstellung abdrehen auf dem Zweitkanal. Mal gucken, wie ich das hinkriege. So, dann kommen wir zu Die Unmöglichkeit bei Tag die Liebe zu finden. Und das ist ein Vampirroman. Naja, man könnte schon fast vermuten mit dem Sarg hier unten. Und zwar geht es halt um Chloe und es geht, glaube ich, ach Herr Himmel, Herrgott, und um Angela. Und Angela ist, meine ich, hoffentlich verwechsel ich die beiden jetzt nicht. Die eine ist jedenfalls eine Vampirin. Sie wollte, ich glaube Angela ist das, und Angela wollte gar keine Vampirin werden. Sie wurde halt dazu gemacht von einer Vampirin. Und von der hat sie sich jetzt getrennt. Sie lebt in einer WG. Es ist ziemlich schwierig für sie. Sie hat kein Spiegelbild. Das heißt, sie muss sich halt schminken. Ja, mit Risiko, würde ich mal sagen. Also Lippenstift raus. Und ne? Ich konnte das mal. Also zumindest Lippenstift ging. Ohne, dass ich danach ausgesehen habe wie ein Clown. Aber bei Lidstrich, das würde ich mir nicht zutrauen wollen. Wimperntusche würde auch noch gehen. Aber die Feinheiten sind halt schwierig. Sie muss sich halt darauf verlassen, dass es geübt und es sitzt. Und sie kann also auch nicht wirklich gucken, steht mir das oder steht mir das nicht, wenn sie irgendwelche Sachen anhat. Und es ist, oder es läuft jetzt darauf hinaus, dass es eine Liebesgeschichte halt zwischen zwei Frauen wird. Also es ist ein lesbisches Pärchen. Das finde ich im Grunde genommen auch mal sehr, sehr positiv. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Bücher, die sich um das Thema Schwulsein oder damit beschäftigen. Aber diese klassischen oder Schwule sind halt etabliert. Ich finde, die Lesben kommen da wirklich sehr zu kurz. Und das mag ich einfach, dass das hier halt jetzt auch mal um Frauen geht. Um Frauenliebe. So, was habe ich denn hier? Ja, das ist, ja, glaube ich, nicht so das Interessante dabei. Es geht halt auch um eine Lektorin. Die mag keine Engelsgeschichten. Das war der Punkt, den ich mir da gerade angeklebt habe. Also ich lese auch nicht gerne über Engel. Ich hatte ja mal, hat vielleicht jeder irgendwann mal gehabt, so eine heiße Engelphase, aber davon ist nichts übergeblieben. Und ich lese auch nicht gerne darüber, wenn Engel eine große Rolle spielen. Also ich bin da nicht so der Engeltyp. Wie haltet ihr das? Lest ihr gerne Bücher, in denen Engel eine Riesenrolle spielen? Oder sagt ihr auch lieber, nee, also lieber Vampire, Werwölfe oder Dämonen, aber Engel nicht so. Das weiß ich jetzt gar nicht, warum ich das gemacht habe. Das ist etwas, was ich mir noch angucken wollte. Das war wieder Musik, wo ich reinhören wollte. Ja, und ich trinke ja sehr gerne Tonicwasser. Also im Sommer bin ich ein großer Freund von Tonicwasser. Ganz auch ohne Gin, da brauche ich da eigentlich nicht drin. Und im Tonicwasser ist Chinin drin. Und dieses Chinin oder Chinin, wie immer ihr es aussprechen wollt, ist fluoreszierend. Das heißt, es fängt an zu leuchten, wenn es dunkel ist und ihr lasst Licht drauf oder Licht drauf fallen, dann leuchtet das so schön hellbläulich. Das mag ich ja auch total gerne dran. Ja, Ilona und ihre Vorliebe für Nachtleuchten. Es ist aber auch ein Medikament, also oder beziehungsweise es wird ja auch dafür eingesetzt, Getränke zum Beispiel tropensicher zu machen. Es wurde eingesetzt, ich meine, gegen Malaria. Es ist, glaube ich, auch fiebersenkend, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nur, man sollte vorsichtig sein. Für Schwangere ist das nicht unbedingt eine gute Idee, zu viel von diesem Getränk zu trinken. Also Chinin ist in dem Moment wirklich mit Vorsicht zu genießen. Aber ich fand das eben mal wieder ganz interessant. Man vergisst sowas ja auch oder man achtet nicht mehr darauf, dass das halt so ist. Und ganz ehrlich, ich trinke Tonicwasser meistens dann, wenn es richtig heiß ist. Und dann mit ganz viel Eis drin und möglichst in der Sonne. Also bei mir hat es nicht so die Chance zu leuchten.
Ja, und die eine ist jetzt halt Lektorin und sie liest in ein Buch rein und sie denkt sich nur, oh Gott, wenn ich da weiterlese oder wenn man sowas liest, da kriegt man psychische Schäden durch und sie wird es wahrscheinlich nicht verlegen oder zum Verlegen vorschlagen. Ja, und da habe ich mir auch gedacht, manche Bücher sind wirklich schädlich. Die tun einem nicht gut, die tun der Psyche nicht gut und die sollte man wirklich abbrechen und nicht auch noch meinen, man müsste da doch noch weiterlesen. Und das war nichts Aufregendes im Moment, was ich euch da berichten könnte. Was ich aber auch wieder sehr interessant fand, mal auch ein Fakt, den ich immer wieder vergesse, wenn wir hören, ach ja, der wohnt 250 Kilometer weit weg. Ist das schon eine ganz schöne Strecke. Für einen Amerikaner ist das nichts. Also die rechnen wirklich mit ganz anderen Kilometerzahlen. Die sind auch diese Zeit ja auch unterwegs, die wir unterwegs sind, obwohl wir ja so kein Tempolimit wirklich haben. Aber die haben eine ganz andere Einstellung dazu. Ich meine, Amerika ist natürlich auch ein Land der Weiten. Alles ist größer, alles ist bigger. Wir waren ja mal in Kanada und die Straßen sind einfach breiter. Und ich fand es einfach toll, wenn eine Kurve einfach nur so ein bisschen ging, dann stand da schon ein Schild. Achtung, Kurve. Würde hier niemand warnen. Es sei denn, es ist so eine Kurve. Ja, aber so 250 Kilometer ist nix. Mir ist das noch aufgefallen. Ich hatte gelesen von Bill Bryson. Ich weiß gar nicht, irgendwas mit Bären. Picknick mit Bären oder wie das hieß. Da ging es ja um eine Wanderung, die er gemacht hat. Und er sagte dann ja auch, es ist so, dass man in Amerika nicht diese Entfernungen hat. Er hat eine Zeit lang in England gewohnt und da war es für ihn dann schon viel, wenn da, was weiß ich, 100 Kilometer waren. Aber in England ist das, in Amerika ist das nichts. Das sind alles noch Kurzstrecken. Also da macht sich da keiner einen Kopf drum. Fand ich auch wieder mal ganz spannend, weil es ja auch wieder zeigt, andere Länder, andere Ansichten und so weiter. Ja, vom Schreibstil ist es halt so, dass es wechselt zwischen der Vampirin und der Frau, in die sie sich verlieben wird. Und es wird auch gesagt, wie sie halt entstanden ist, wie sie zum Vampir geworden ist. Es wird dann aber auch noch, gibt noch mal wieder eine Rückblende zu dem Moment, wo sie diese Vampirin kennengelernt hat, die sie selber gewandelt hat. Ich hoffe, dass das mit diesen Rückblenden dann auch gut ist, weil ich das eigentlich nicht so sehr schätze. Ich habe es lieber, es läuft halt glatt, es läuft ran und nicht wieder immer zurückgreifen. Aber ich denke mal, dass das jetzt auch gut sein sollte. Also es fängt 1998 oder 1999 fängt es, glaube ich, an. War das so? Ja. Gut. So, die Unmöglichkeit bei Tag die Liebe zu finden. So weit bin ich noch nicht, dass ich euch da jetzt absolut was drüber sagen kann. Sie ist mir jedenfalls, die Vampirin ist mir nicht unsympathisch und ihre baldige Liebe auch nicht. So, dann kommen wir zu Michaela Kahl. Lasst uns tanzen und Champagner trinken, trotz alledem. Isidora Duncan. So, da gucke ich mal, was habe ich hier für euch rausgefischt und rausgepickt. Ja, hier geht es, ich hatte jetzt ja das Buch gelesen, verdammt, jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr, über diese Schauspielerin. Mann, oh Mann. Sieh da einmal Hilfe. Welches Buch hatte ich jetzt nochmal gelesen? Miss Hollywood, wer war das nochmal? Pickford. Mary Mary Pickford. Pickford. Haha, ich muss erstmal fragen und dann fällt es mir auch wieder ein. Da war es ja auch so, dass die Schauspieler damals überhaupt nicht beliebt waren und zu ihrer Zeit war das halt noch krasser. Und hier heißt es dann halt auch an einer Stelle, dass die Leute gesagt haben, also bevor meine Tochter auf der Bühne steht, dann möchte ich lieber, dass sie tot ist. Also sie, daran sieht man ja, wie wenig, also gerade Schauspieler, Tänzer, Sänger geschätzt wurden. Wenn man sich heute mal überlegt, wie hoch ja im Grunde genommen Schauspieler gehandelt werden, wie viel Geld sie bekommen, wie viele Menschen zu ihnen hochgucken, sie für Idole oder zu Idolen machen, ist das schon interessant, wie sehr sich das im Laufe der Jahrzehnte halt geändert hat. Ja, sie kommt halt auch aus einem sehr armen Umfeld. Also die, ihre Mutter hatte nach der Scheidung nicht viel Geld. Der Vater war ja so ein Bankrotteur. Und sie musste halt sehen, wie sie mit den Kindern durchkam.
Aber ihre Mutter hat halt die Kinder im Grunde genommen machen lassen, was sie wollten. Es war halt ein sehr künstlerischer Haushalt. Es wurde viel auch Musik gemacht und getanzt. Und sie hat sich also da, sie war nicht so die Mutter, die wirklich eingegriffen hat und die Kinder irgendwo in eine bestimmte Richtung buxiert hat. Sie hat sie einfach mal laufen lassen. Die Kinder sind auch alle irgendwie Künstler geworden. Der eine wurde dann aber der hat eine Lebensschule gegründet. Also wenn ihr euch den mal angucken wollt, das war ein Raimond Duncan, der nur in griechischen Sachen rumgelaufen ist. Ich glaube, er wurde in Berlin aus mehreren Hotels rausgeschmissen, weil er und seine Frau und sein Kind halt diese griechischen Sachen anhatten. Das wollten die nicht so gerne. Er hatte wohl ja so seine eigenen Ansichten über das Leben. Er muss aber zu der Zeit sehr bekannt gewesen sein. Ja, und irgendjemand hat halt über die Duncans gesagt und über die Erziehung, dass sie halt die Kinder halt mit Göttern und mit Geschichten halt aufwachsen ließ. Und das war halt ja ein bisschen anders, als es zu der Zeit halt auch üblich war. Und es gibt hier eine ganz süße Geschichte, die picke ich euch einfach mal raus, um euch vielleicht ein bisschen Lust auf das Buch zu machen. Und zwar ging es halt darum, dass die Mutter, also auch in theologischen Fragen und Glaubenssachen, halt auch immer die Wahrheit zu, oder wenn die Kinder bekamen keine Lügen aufgetischt, ihr kennt die Geschichte mit dem Weihnachtsmann halt. Und die kleine Isadora Duncan ging halt zur Schule. Und sie war 5 Jahre alt und dann ging es halt wohl auch um den Weihnachtsmann und sie hat dann gesagt, dass sie diese Lügen nicht glauben würde, dass die nur reiche Kinder halt auch wirklich vom Weihnachtsmann beschenkt würden, weil die könnten es sich halt erlauben und die anderen halt nicht. Und das gab natürlich auch einen absoluten Ärger mit der Lehrerin. Die hat wohl noch versucht, sie aus der Klasse rauszuziehen, aber sie hat dann noch wohl laut gerufen, es gibt keinen Weihnachtsmann. Und das im Alter von 5 Jahren. Ja, was ich also nicht so sehr schön fand, es gab wohl eine Ina Kulbris. Sagt euch das was? Die hatte wohl auch, oder ich weiß nicht, ob das von die Ina war. Auf alle Fälle war es so, dass ich weiß nicht, ob es der Vater von ihr war oder ob, ja, es muss ja der Vater von ihr wohl gewesen sein. Der war halt Mormone und der hatte mehrere Frauen und er ist damals gelyncht worden von der aufgebrachten Menge, einfach wegen dieser Polygamie-Geschichte. Da seht ihr mal wieder, wie gefährlich Glauben werden kann und wie schnell die Leute sich wirklich so sehr aufregen können, weil letztendlich, ob er sich eine Frau gehalten hat oder mit einer Frau verheiratet war oder mit fünf, solange es doch funktioniert, weiß ich nicht. Aber Polygamie ist ja nun auch heute noch strafbar. Dagegen kann man eine heiraten und vier noch mit einziehen lassen, kommt vielleicht fast aufs Gleiche raus. So, da gab es auch ein sehr interessantes Buch von Anthony McCarten mit dem Harem. Englische Harem heißt das, glaube ich. Das fand ich sehr interessant, hat mir auch mal andere Perspektiven gezeigt. Ach so, ja, und im Alter von 11 Jahren ist Isadora dann zu ihrer Mutter hingegangen und hat gesagt, so, ich will nicht mehr zur Schule gehen. Die können mir da jetzt eh nichts mehr beibringen, weil sie wohl sehr, sehr viel gelesen hat. Und ich will halt auch mit Geld verdienen, weil die Familie immer sehr knapp da war, stand. Und ja, sie durfte dann auch die Schule verlassen. Sie hat dann in der Tanzschule noch mitgearbeitet, ihrer Mutter. Und es gab wohl auch das Phänomen, wenn die Familie mal zu Geld gekommen ist, also wenn sie mal einen größeren Geldbetrag bekommen haben, dann sind sie dick essen gegangen oder sie haben halt irgendetwas unternommen, wo alle gesagt haben, oh Gott, wie können die jetzt in so ein teures Restaurant gehen und davon hätten sie sich eine ganze Woche ernähren können. Aber ich glaube, wenn man so lange eine Durststrecke gehabt hat, dass es dann einfach auch so ist, dass man wirklich etwas Schönes erleben will. Ich weiß nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das halt auch so ist. Ja, und dann geht es halt auch noch ums Ballett. Und zwar war es wohl so, dass diese Tänzerin, wenn, ihr könnt es euch natürlich vorstellen, wenn schon die Schauspieler und die Sänger und so weiter nicht
gut angesehen waren, waren es die Tänzer ja schon mal gar nicht. Außer die prima Ballerina, die war wohl doch eher hoch angesehen, aber letztendlich war es auch so, dass die ganzen Ballerinen sich immer jemanden suchen musste, der ihr Geld, der sie halt ja unterhalten hat, also beziehungsweise der ihr Leben finanziert hat, und das war im Grunde genommen eben immer wieder die Geschichte von der Mätresse, die sich einen reichen Gönner gesucht hat. Was haben wir da noch? Ja, und es wird hier eben halt auch nochmal dahin gewiesen, dass so flattermäßig, so in meinen Augen ein wenig kurios, ein bisschen ungeordnet, eben flatter die Flatter über die Bühne, dass das wirklich harte Arbeit war, dass sie sich das wirklich sehr hart erarbeitet hat und nicht einfach, ich stelle mich auf die Bühne, ich laufe ein bisschen links, ich laufe ein bisschen rechts. Nein, dass da wirklich Knochenarbeit hintergesteckt hat. Ja, so weit bin ich jetzt mit Isidora Duncan. Ich bin jetzt auf Seite 58, 59. Wir haben noch ein Stück vor uns. Mal schauen, was es da noch Interessantes für mich gibt. Und wie gesagt, hier hört ihr morgen auch weiter. Ophelia Nachtgesang bin ich mit durch. Die wird jetzt im Vlog wahrscheinlich so nicht mehr auftauchen. Aber mal schauen. Ich bin mir nicht so ganz sicher mit den Einzelvorstellungen, ob wir die noch machen oder ob die sich jetzt überlebt haben durch das Vlog-System. Da muss ich noch mal in mich gehen. Wir werden sehen. So, das war's von mir für heute. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, hattet etwas Spaß mit mir. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.